Hey ho, Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch im Start. Und das hier wird ein echt schlimmes Video. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber Rockstar hat quasi über Nacht mit einer Entscheidung dafür gesorgt, dass das Spiel unironisch sterben wird. Gibt ja unzählige Kommentare von Leuten im Internet, die sagen, lol, Red Dead Online, das Spiel ist doch eh schon tot und ich habe noch nie jemandem davon geantwortet mit, ja ist es. Im Gegenteil, es gab ständig einen Strom von neuen Spielern, während Veteranen dran geblieben sind. Und es gab einen Grund dafür, dass erfahrene Spieler, die eigentlich schon genug Geld und Gold haben, trotzdem jeden Tag online waren. Und dieser Grund wird jetzt ausradiert. Die täglichen Herausforderungen werden nämlich geändert. Und als sich heute einige Spieler eingeloggt haben, wurden sie mit dieser wunderschönen Nachricht hier begrüßt. Ab dem 1. Dezember wird die tägliche Herausforderungsserie nach 28 Tagen automatisch zurückgesetzt. Das heißt, sobald ihr 28 Tage hintereinander mindestens eine tägliche Herausforderung gemacht habt, landet ihr direkt wieder bei Null und dürft von vorne anfangen. Die Schatzkarte hat absolut niemanden gejuckt, es ging darum, dass man ab 21 Tagen 0,5 Gold pro Herausforderung verdient hat, statt 0,2. Und wenn man schon soweit war, wollte man die nie wieder abreißen lassen, damit man ordentlich was verdienen kann, aber auch als Prestige und weil man dann zumindest irgendeinen Grund hat, sich jeden Tag einzuloggen. Und wisst ihr, was ihr dafür bekommt? Dass ihr eure 300-Tage-Serie am Laufen habt? Jeder einzelne von euch, der eine Serie über 7 Tage oder mehr hat, bekommt von Rockstar ein grandioses Paket mit stolzen $200, ein paar Tonikas und Explo-Munition. Ihr bekommt also gerade mal einen lächerlichen Schwarzbrennerverkauf umgerechnet für eure Mühe, ein Jahr oder sogar noch länger loyal zum Spiel gewesen zu sein. Das ist Rockstars Idee der Wertschätzung für ihre Spieler, die dabei geblieben sind, egal wie wenig Content am Start war und egal wie buggy das Spiel war, viele haben sich trotzdem durchgebissen, um zumindest schnell eine Herausforderung zu schaffen. Aber das ist für Rockstar in Zukunft keine Priorität mehr. Die wollen Reibach machen und dafür stehen die Goldverkäufe im Fokus. Und wenn man zu leicht Gold im Spiel verdienen kann, dann kauft sich ja auch keiner mehr die Goldbarren für Echtgeld. Aber das ist so unfassbar kurzsichtig, dass ich erst nicht glauben konnte, dass die Nachricht echt ist. Man muss den Gedanken einfach mal weiterspinnen. Am 1. Dezember werden sich viele nochmal einloggen, um zu sehen, was das neue Update bietet. Die werden den Outlaw Pass mit ihren Sammlungen von Madame Nazar durchleveln und die 10 Ränge von der Kopfgeldjäger-Erweiterung sind auch spätestens in 1 bis 2 Tagen durch. Und durch die tolle Überraschung, dass die tägliche Serie dann abgerissen ist, werden die nicht mehr jeden Tag online kommen. Das heißt, alle Veteranen werden richtig schön rausgeekelt. Und was übrig bleibt, sind die neuen Spieler. Rockstar denkt natürlich, aha, das ist unser Fokus. Die Veteranen kaufen ja eh kein Gold mehr, die sind uns egal, aber die neuen Spieler, ja, die werden reincashen. Tja, falsch gedacht. Die Veteranen haben ja überhaupt erst das gute Wort verbreitet und dass das Spiel eben nicht tot ist. Und die hohen Spielerzahlen kamen ja erst durch das tägliche Einloggen. Und wenn das wegfällt, dann wird es auch viel weniger neue Spieler geben. Warum auch? Das Spiel ist ja dann wirklich tot. Zwischen den Updates wird es zu einer leeren Wüste und wer bitteschön wird ein Spiel kaufen, für 5 Euro, auch wenn es als Standalone kommt, bei dem das nächste große Update nur 10 weitere Level einer Rolle sind. Stellt euch mal vor, bei World of Warcraft würde nur eine Klasse 10 Level bekommen als großes Update. Und das soll dann der Riesenabschluss sein, nachdem der Naturkundler schon so viele vergrault hat. Perfekte Marketingstrategie, Rockstar. Muss man schon sagen, das hätte ich euch nicht zugetraut. Und das auch zum perfekten Zeitpunkt. 10 Tage bevor das größte und meistgehypte Spiel der letzten paar Jahre rauskommt mit Cyberpunk. Also wenn ihr da weiterhin Red Dead Online treu bleibt und nichts anderes zockt, weiß ich auch nicht, was man euch noch antun kann, um euch zu vergraulen. Ihr seid dann einfach verloren. So einfach ist es. Aber der Unterschied zwischen Red Dead Online bekommt nur eine halbe Rolle und auch noch einen richtig dicken Nerf hinterhergeschoben im Vergleich zu GTA Online, das einfach mal das größte Update seiner Geschichte erfährt, ist schon wirklich enorm. Was sich wirklich praktisch ändert beim Verdienen von Goldbarren durch die täglichen Herausforderungen, ist gar nicht mal so groß, wenn man das wirklich mal durchrechnet. Ich habe das mal zum Beispiel gemacht für 28 Tage, wenn man schon eine Serie von 21 Tagen hatte. Das heißt, wenn ihr wirklich 28 Tage lang jeweils eine tägliche Herausforderung macht, für 0,5 Goldbarren bekommt ihr dementsprechend 14 Goldbarren. Aber wenn ihr das Ganze mal umrechnet auf eine tägliche Herausforderung, wenn ihr von 0 anfangt, dann wären das 9,8 Goldbarren. Also im Prinzip nur 5 Goldbarren Unterschied. Gar nicht mal so riesig.
Wenn ihr das hochrechnet auf 3 tägliche Herausforderungen am Tag, bekommt ihr, wenn ihr nochmal von neu startet, 29,4, also knapp 30 Goldbarren. Und wenn ihr schon 0,5 Goldbarren hattet, also eine komplette Serie, dann habt ihr in dieser Zeit 42 Goldbarren verdient. Also 12 Goldbarren Unterschied, auch nicht die Welt. Es sind meistens so zwischen 20 und 30% Unterschied. Selbst wenn ihr wirklich jede tägliche Herausforderung am Tag macht, könnt ihr in 28 Tagen mit einer 0,5er Streak knapp 300 Goldbarren verdienen. Und wenn ihr nochmal von neu anfangt, dann sind es etwas mehr als 200. Klar, 100 Goldbarren ist schon ein großer Unterschied, aber man kann theoretisch immer noch sehr, sehr viel Gold verdienen durch die täglichen Herausforderungen. Es geht dabei nicht um den mathematischen Nachteil, den man durch dieses neue System erfährt. Denn wie wir gerade festgestellt haben, ist der gar nicht mal so groß. Es geht um den psychologischen Faktor. Dadurch, dass man was nerft, was vorher schon wunderbar funktioniert hat. Hätten sie das System gleich so gehandhabt, bei Implementierung von den täglichen Herausforderungen, dass nach 28 Tagen das Ganze wieder zurückgesetzt wird, hätte es nie einen Shitstorm gegeben. Aber dadurch, dass man den Leuten erst was gibt und dann wieder was wegnimmt davon, dann ist doch klar, dass sich die Leute aufregen. Das ist einfach unfassbar dumm. Das war schon beim Sammler grenzwertig, als der genervt wurde, aber da waren sich die Leute auch einigermaßen einig, dass der wirklich überpowered war, gerade durch die Reddit Online Map, dass man damit wirklich zu einfach Dollar verdienen konnte. Aber die tägliche Herausforderungsserie erfordert ja wirklich großen Willen, dass man sich egal wie wenig Zeit oder egal wie wenig Bock man gerade hat, trotzdem jeden Tag einloggt. Und dass Rockstar diese Hingabe so mit Füßen tritt, ist unglaublich. Diese Entscheidung wird Reddit Online den Kopf kosten, wenn sie nicht umgeschmissen wird. Die täglich und monatlich aktiven Spieler werden zu 100% in die Knie gehen und das wird auch den Investoren auffallen. Und wenn die Zahlen nicht mehr stimmen, die Goldverkäufe aber trotzdem gleich bleiben, dann wird es einfach keine neuen Updates irgendwann mehr geben und das Spiel stirbt aus. Schon krass, wie viel Auswirkungen so eine Entscheidung haben kann. Aber das ist halt wirklich der Grund, warum noch so viele Leute jeden Tag Reddit Online zocken. Das kannst du echt keinem erzählen. Da gibt's nur 2 Updates dieses Jahr. Das erste ist eine Rolle, nach der keiner gefragt hat. Und das zweite ist nicht mal eine ganze Rolle. Und dann wird stattdessen noch das kaputt gemacht, was die Spielerzahlen am Leben erhält. Das ist so unbeschreiblich dumm. Aber bevor ich mich noch weiter aufrege, belasse ich es mal dabei. Ich hoffe wirklich, Rockstar macht das nochmal rückgängig. Soweit ich sehen konnte, ist der Shitstorm schon enorm, sogar noch größer als bei der Clown-Parade damals. Also vielleicht wird es Zeit für einen Part 2. Ich wollte morgen sowieso streamen, also bereitet schon mal euer Clown-Outfit vor. Schreibt mir auch eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare, aber ich verabschiede mich an der Stelle erst einmal mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanal-Mitgliedschaft unterstützen, vor allem meine Prophet, Chris, der Joker, René, Markus, Matze, Ralf, Kevin, Big Chris TV, Lil Assassin, Kuruka, Drang TV, Tamara, der Lukas, Marco, Ananda, Gerald, Last Human, Chili und Tom. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und ciao. Boom, ba-ba-dam, boom, ba-ba-dam-bam, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.